Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir starten heute eine neue kleine Reihe. Und diese Reihe ist ein Experiment. Und zwar, ich bekomme ja sehr, sehr viele E-Mails, Nachrichten auf Instagram, auf Facebook, überall. Und immer wieder sind Fragen dabei von Neueinsteigern, wo ich mittlerweile auch schon so mental eine Liste machen kann, was sind die häufig gestellten Fragen. So, jetzt kann ich natürlich diese Fragen immer wieder aufgreifen. Ich will es auch diesmal ein bisschen anders machen. Und zwar will ich Folgendes machen. Ich nenne euch die jeweilige Frage und zeige euch dann, was ihr lernen müsst, um diese Frage selbst beantworten zu können. Weil es nützt euch ja nichts, wenn ich euch jetzt sage, das ist die Antwort. Und ihr wisst aber nicht, warum das so ist. Ne? Ihr werdet es gleich am ersten Beispiel merken. Und ich will mal gucken, ob das funktioniert, also ob ihr das gut findet oder nicht. Wenn ihr es gut findet, okay, wenn ihr es nicht gut findet, dann lassen wir es halt wieder. Ich finde es aber eben wichtig, dass man nicht nur, also ich will euch damit auch so ein bisschen ins Denken bringen. Ne? Manchmal kommen auch Fragen, wo ich so denke, hat jetzt länger gedauert, die E-Mail zu schreiben, als das Ganze mal bei Google nachzuschauen. Was vollkommen okay ist, weil damit verdiene ich ja mein Geld. Aber ich glaube, das geht besser, okay? Und deswegen heute die erste Frage und da geht es um, was passiert, wenn? Jetzt geht's los. Also tatsächlich, die am häufig gestellte Frage, die ich in den letzten 12 Monaten bekommen habe, ist folgende. Jemand beschreibt eine Situation, also er sagt, ich habe einen Put geschrieben, ich habe einen Call geschrieben, ich habe einen Spread, einen Bear Call Spread, einen Bull Put Spread geschrieben. Und was passiert denn jetzt am letzten Tag, wenn der Preis des Underlyings, der Aktie, des Futures oder was auch immer, da oder da ist? Ne? Also zwischen den Strikes des Spreads, oberhalb des Spreads, unterhalb des Spreads, vor einer nackten Option, nach einer nackten Option, also all diese Dinge. Und meine Antwort ist immer die gleiche, nämlich, also wir haben es dann immer erklärt, aber die Antwort ist immer die, du musst dir bewusst machen, was hast du bei einer Option für Rechte und was hast du für Pflichten. Ganz kurze Wiederholung, wer eine Option kauft, erwirbt damit ein Recht und wer eine Option verkauft, übernimmt damit auf Anforderung eine Verpflichtung. So. Das ist alles. Ist im Buch Optionsstrategien für die Praxis beschrieben auf Seite 43, Kapitel 5, Call Put, Recht und Pflichten beim Handel von Optionen. 43. Hat jetzt den Vorteil, kann ich mein eigenes Buch nochmal lesen. Hier. Ja. Also da ist das alles beschrieben. Und hier sogar mit einer ziemlich geilen Übersicht. Und mehr müsst ihr dazu nicht wissen, wenn ihr das verstanden habt. Ne? Es geht jetzt nicht um auswendig lernen, dass ihr sagt, wenn es da ist, passiert das. Nein, ihr müsst das Grundprinzip verstanden haben. Wenn ihr dieses Grundprinzip verstanden habt, dann kann ich euch nachts um 3 wecken. Kann euch einen Chart in die Hand drücken, zeichne ein paar Linien ein, sagt, das ist ein Call, das ist ein Put. Was passiert jetzt mit der Option, wenn heute Verfallstag ist? So, und dann wisst ihr das. Weil es nämlich logisch ist, okay? Und ich finde halt immer, ich bin manchmal ein bisschen erschrocken, wenn Teilnehmer, die so länger in Programmen beispielsweise sind oder waren, mir dann auch sagen, hey, ich handle schon und naja, wie funktioniert es? Es geht so und dann kommt von denen so eine Frage. Und ich bin jetzt nicht erschrocken wegen der Frage, weil dafür bin ich da. Aber dass ihr... Oder das Einzelne, nicht ihr, sondern das Einzelne, Geld riskieren in einem Markt, aber die Grundprinzipien nicht kennen. Und deswegen, ich will da auch gar niemanden verurteilen. Ne? Also Gottes Willen, das steht mir ja auch gar nicht zu. Ich will euch auch anregen. Und die Anregung soll eben sein, schaut euch das an. Ne? Lernt diesen Punkt. Wenn ihr diesen Punkt lernt, werdet ihr im ganzen Leben niemals wieder diese eine Frage stellen. Und ihr müsst davon nichts auswendig lernen. Ihr müsst nur verstanden haben, wann könnt ihr ein Recht ausüben, wann habt ihr eine Pflicht? Und dann halt einfach immer wirtschaftlich überlegen, macht es Sinn, dieses Recht auszuüben, beziehungsweise macht es
für mich kann nicht in die Pflicht genommen werden. Also dieses simple Beispiel, ich habe einen Call gekauft beim Strike 105 und die Aktie ist am Verfallstag bei 95. So, macht es wirtschaftlich Sinn, das Recht auszuüben, die Aktie bei 105 zu kaufen, wenn sie am Markt für 95 zu haben ist? Überlegt euch das selbst, die Antwort, okay? Und wenn ihr das wisst, dann wisst ihr auch automatisch, was mit dieser Option am Verfallstag passiert. Ob die wertlos verfällt oder was da sonst passiert. Ne? Und das ist wichtig. Und ich versuche dieses Jahr dann wirklich auch mal hier im Kanal ja, so Dinge zu machen, dass wir sagen, okay, es geht nicht nur darum, ein paar Trades nachzuhandeln oder ein paar Ideen mal aufzugreifen, sondern dass man das wirklich als Geschäft versteht, dass man es versteht, was man da tut. Weil mir fällt auf, wir hatten letztens hier ein Seminar, das war übrigens nicht das, manche haben gesagt, das Starter-Seminar, das hieß das Starter-Seminar von Start, okay, das Starter-Seminar. Und ganz viele, die in diesem Seminar saßen, wir fragen ja dann so, warum kommt ihr denn überhaupt zu uns? Was ist eure Motivation? Und haben ganz, ganz viele gesagt, naja, meine Motivation ist die, ich habe Geld und ich habe dieses Geld jemandem anvertraut. Ne? Also beispielsweise, ich bin zu meiner Bank gegangen, ich habe einen Investmentfonds gekauft, ich habe irgendein Produkt gemacht und jetzt habe ich Geld verloren. So, jetzt ist auch nochmal grundsätzlich nichts Schlimmes, wenn man mit einem Produkt Geld verliert, weil wenn du letztes Jahr einen ETF gekauft hast auf den amerikanischen Markt, hast du auch Geld verloren. Das ist nicht schlimm. Aber was schlimm ist, ist, wenn du nicht verstehst, warum. Was ist denn da passiert? Ne? Warum hat denn derjenige, dem du sein Geld anvertraut hast, warum hat er Geld verloren? Lag das am Markt? Lag das an ihm? Lag das an der Handelssystematik? Lag das an den Gebühren? Also woran lag das Ganze? Und was dann das Resümee ganz vieler Kunden hier war, dass sie gesagt haben, weißt du was, ich bin erfolgreich in meinem Job, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, ich bin ein erfolgreicher Selbstständiger, ich habe Geld, aber ich möchte einfach die Verantwortung für mein Geld nicht mehr weggeben. Ich möchte es selber machen. Und das geht nun mal nicht, wenn du nicht diese Märkte verstehst. Ne? Wenn du nicht verstehst, was an den Finanzmärkten passiert. Du wirst niemals mit einer simplen Buy-and-Hold-Strategie, die dir ein Banker verkauft, Erfolg haben, wenn du nicht verstehst, was das Pro und Contra ist, was zwischenzeitlich mal passieren kann. Und deswegen, selbst wenn du sagst, ich werde es nie selber machen, ich werde es immer in fremde Hände geben, weil ich keine Lust oder keine Zeit habe, dann musst du das Ganze lernen. Du musst die Grundzüge einer Anlagestrategie verstehen, sonst wird sie für dich nicht erfolgreich sein, selbst wenn es der erfolgreichste Investor der Welt für dich machen würde. Ja? Es sei denn, der liefert dir jeden Tag eine steigende Equity-Kurve. Aber sobald er auch nur einmal Minus macht an einem Tag, und ich bin mir relativ sicher, es gibt keinen Trader auf der Welt, der nicht mal einmal Minus macht, wirst du anfangen zu zweifeln, das zu hinterfragen, wenn du es nicht verstehst. Wenn du es verstehst, kannst du das alles einordnen und deswegen lern das Ganze. Also, schau dir das Ganze an. Es gibt, ihr kennt das, unendlich viele Möglichkeiten, Dinge zu lernen. Ne? Da ist YouTube hier ein Weg, da sind Bücher ein Weg, gibt es ja auch ganz viele, da ist eine Ausbildung ein Weg, aber das wisst ihr alle selbst. Und deswegen beantwortet euch die Frage selbst, indem ihr es versucht herauszufinden, weil wenn ihr es einmal für euch herausgefunden habt, dann werdet ihr das immer wieder wissen. Okay? Quick and dirty. Länger machen wir es heute nicht. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin euch alles Gute und schreibt mir vor allem mal in die Kommentare, ob ihr dieses kleine neue Format, ich sage nicht die Lösung, sondern ich zeige euch, wo die Lösung ist, wie ihr sie herausfindet, ob das für euch okay ist oder ob ihr sagt, nö, ich möchte es schon alles hingelegt haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.